Seid ihr bereit für drei neue Helden? Ja! Oh mein Gott. Die könnt ihr haben. Diva, Mei und Genji. Wie schon erahnt, hat Blizzard nun drei weitere Helden hinzugefügt. Zum einen Diva, zu der wir vorher schon Informationen erhalten haben. Und nun die Helden Mei und Genji. Die Fähigkeiten-Videos dazu gibt's nun auch und da schauen wir doch mal rein. Fangen wir mal mit Diva an. Sie besitzt einen Mech, der mit seinen Kanonen durchgehend feuern kann, ohne die jemals nachladen zu müssen. Mit ihren Boostern kann sich Diva in die Luft begeben und andere Gegner währenddessen zurückstoßen. Heranfliegende Geschosse kann sie mit ihrer Defensivmatrix aufhalten. Divas Ulti zerstört hierbei ihren Mech, welches eine gewaltige Explosion hinterlässt. Danach ist sie erstmal zu Fuß mit ihrer Lightgun unterwegs, kann jedoch einen weiteren Mech, wenn sie denn genügend Power zur Verfügung hat, neu anfordern. Kommen wir nun zu Mei. Sie spielt mit ihrem Eisstrahler eine defensive Rolle. Dieser verursacht nicht nur Schaden, sondern kann den Gegner auch an Ort und Stelle festfrieren. Möchte Mei mal nicht gefrieren, dann kann sie die Gegner auch mit ihrem Eiszapfen zerlöchern. Die Kryostase. Mei hüllt sich für 4 Sekunden in einen Eisblock und erleidet währenddessen keinen weiteren Schaden. Zudem kann sie eine riesige Eiswand erschaffen, mit dem sie sich oder andere hochheben kann. Feindliche Angriffe können beispielsweise dadurch auch unterbrochen werden. Und mit ihrer Ulti wirft Mei eine Drohne, welche im Zielgebiet die Gegner verlangsamt und ihnen Schaden hinzufügt. Wer sich zu lange in ihm aufhält, wird eingefroren. Hansos Bruder Genji. Seine Hauptangriffswaffe sind Shuriken. Diese wirft er schnell hintereinander oder nebeneinander. Mit dem Sturmschlag prescht Genji nach vorn und zerschneidet sich im Weg befindende Gegner. Wird ein Gegner dadurch erfasst, erleidet dieser durch Blutung für kurze Zeit weiteren Schaden. Tötet diese Blutung einen Verwundeten, erhält Genji seinen Sturmschlag sofort wieder. Mit seiner passiven Fähigkeit kann er genauso wie Hanzo die Wände hochklettern. Dazu hat Genji auch noch einen Doppelsprung. Ähnlich wie Diva kann Genji sich nähernde Geschosse auch reflektieren. Und in seiner Ulti wechselt Genji zum Nahkampf. Währenddessen sieht er nicht nur cool aus, sondern verteilt mit seinem Hieben immensen Schaden. So, das war's mit den drei neuen Helden. Die müssen ja jetzt erstmal ausgetestet werden, da kann sich wahrscheinlich also noch was ändern. Aber ich hoffe, ihr habt euch trotzdem schon mal euren Favoriten rausgesucht. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tagchen.